Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Octopods in Masse. Ich sehe, da sind glaube ich verschiedene Waffen. Zurück zu Splatoon 3. Beim letzten Mal sind wir in Altena angekommen. Und man kann jedes Level auch mal mit drei verschiedenen Waffen machen. Okay. Ich mache immer erst mit der Pistole. Den Rest würde ich offscreen machen, weil das wäre ja nur dasselbe Level nochmal, ne? Aber einmal in einer Aufnahme will ich das einmal mit einem Zweitobjekt versuchen. Ich kriege so einen Teil, wo ich spotten kann. Die sollte ich am besten mit dem Salmini vernichten, ne? Nö, einfach abschießen, bevor sie an mich rankommen können. Und mit eigener Zinte aufhalten. Tschüss! Aber interessant, wie das Waffensystem hier vom Story-Modus ist. Den Weg kann ich ja schon mal machen. Dann würde ich dasselbe Level gleich einmal mit dem Pluviato versuchen. Easy. Ich weiß ja, ich ein paar Mal was gerade abbekommen habe. Tschüss. Die kann ich für mich nutzen. Und da ist mein Schlüssel. Hier komme ich nicht hoch. Oh, mein Essen. Bin gespannt, was für ein Pluviato das ist. Wahrscheinlich der ganz normale. Kein Pluviato wäre ein bisschen krass, ne? Aua. Da ging ein Teil meiner Rüstung. Au, ja. Dahinter wartet bestimmt einer. Ich wusste es. Die haben dann nur auf mich gewartet. Tschüss. Easy. 3 Minuten. Wisst ihr was, Leute? Ich mache einfach mal eben kurz einen Cut gleich. Dann gucken wir mal so nach der dritten Waffe, ob ich irgendwas Spezielles bekomme. Ich will jetzt nur gucken, ob es was kostet, wenn man jetzt mit einer anderen Waffe reingeht. Das will ich auf jeden Fall euch zeigen. Danach mache ich aber einen Cut. Und wie gesagt, das wäre dasselbe Level halt einfach nur nochmal. Ah, die Belohnung wird auf jeden Fall geringer. Aber der Eingang ist trotzdem gratis. Okay, das wäre dann jetzt geklärt. Wir sehen uns gleich. So, Leute, ich habe das jetzt gerade mit der dritten Waffe hier abgeschlossen. Mal gucken, ob wir irgendwas Spezielles dafür bekommen. Kriegen wir irgendwas Spezielles jetzt oder habe ich für umsonst jetzt hier gemacht? Ich habe das jetzt mit allen drei Waffen einmal abgeschlossen. Nee, das gibt nichts Besonderes. Okay.
Dann können wir ins nächste Level. Aber erstmal das da weg. Wir haben eine Statue von den Osterinseln damit freigeschossen. Kriege ich sonst gar nichts dafür? Einfach nur ein bisschen Landschaft? Naja, ist auch schön, ne? Deswegen habe ich gesehen. Ein Stück Spenddeko. Es ist schön, dass ich so viele Upgrade-Punkte habe, aber bisher habe ich keine Salminis. Nee. Wie hießen die Dinger? Wartet. Ich glaube, die hießen Sardinen. Irgendwas. Keine Ahnung, wie die hießen. Ich blende es einfach ein. Da muss mein Hirn nicht weiter arbeiten. Zumindest es nicht versuchen. Wir haben so viel Level vor uns. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Level da oben. Diese Upgrade-Punkte sind wirklich easy geholt. Stringe Einheiten. Oh, wir kämpfen hier mit den Triestringer. Und den Curling-Bomben. Na gut, mein kleiner Saimi. Ich muss das hier alleine machen. Ich muss sogar 20 bezahlen dafür. Okay, zum Glück habe ich ja in der Demo schon geprüft, wie die Waffe funktioniert. Easy. Ich weiß jetzt nicht, ob es gedacht war, dass ich hier in einem Rutsch einen Turm wegmache. So, dich recken wir weg und dich recken wir weg. Ja, ich habe mal gemacht, dass ich den ganzen Turm hoch kann. Vielleicht hat das irgendeinen Sinn. Hat es einen Sinn, hier oben zu stehen? Ja, hier war ein Secret. Das Ding an der Waffe ist, wenn man das weniger lang lädt, dann ist das ein bisschen mehr gestreut. Je mehr man das lädt, desto mehr ist es auf einen Punkt konzentriert. So funktioniert der Triestinger. Heißt, wenn ihr schön breit was treffen wollt, dann dürft ihr nicht laden. Und die Reichweite ist dann auch höher, wenn man lädt. So, tschüss. Haben ja gar keine Chance. Okay, die Aufgabe ist relativ einfach. Ich wollte gerade eigentlich nicht genau treffen, weil die Explosion auch Schaden machen kann. Ein neues Sprungfeld. Das war easy. Also der Triestinger ist auch eine richtig heftige Waffe. Wenn du im Online-Modus damit direkt getroffen wirst, bist du instant tot. Tschüss.
Ist mir egal, dass du ausweichst. Ich treffe dich trotzdem. Ich verstehe schon, wie das funktioniert. Okay, das war wirklich easy. Was die Missionen angeht, also die Parts, wir machen das so, dass ich sie versuche immer so zwischen 15 und 20 Minuten zu halten. Mal wenn ich nur auf 2, 3 Missionen gehen würde, dann, dann würden wir ewig hier hängen. Wir haben ja jetzt auch gelernt, es hat keinen Sinn, alle Waffen einmal zu machen. Man kann es für den eigenen Fun-Faktor einmal machen, mache ich eventuell offscreen sogar. Okay, hier habe ich auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr. Okay, eins mit und eins ohne Sniper, Visier. Kann ich die Waffe eigentlich hier sogar noch nebenbei wechseln, wenn ich will? Ja, kann ich. Beim Scharfschützer habe ich viel lieber das Visier drauf, weil dann triffst du viel eher. Oh, 5 Leben. Ich darf nicht einmal daneben schießen, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Ich darf nur mit einem Schuss, das war das. Mein Fehler war, ich wollte erst nur die Dinger einzeln abschießen. Ich habe nicht gelesen, dass ich nur den Ballonfisch einmal abschießen muss. Boah, ich bin aber auch... Ich bin Genius. Hier ist auch verzeichnet, mit welcher Waffe ich alles schon abgeschlossen habe. Die gehen aber offenbar irgendwie nicht nach Reihenfolge. Ah, die Anchoviums, so hießen die. Das habe ich ja nicht gerallt, gerade eben. So, Upgrades. Wir können was aufbessern. Ich würde sagen, unser Salmini kriegt ein bisschen mehr Abwehr. Und ein bisschen besser die Ladezeit. Ich glaube, hier ist einfach, dass ich mir die Insta-Bomben permanent freischalte. So, ein bisschen kann ich ja hier jetzt ein bisschen Fläche machen. Dann krieg ich dir echt viel Deko. Also ein Großteil von dem, was hier rumsteht, sind auch Herausforderungen und nichts anderes. Habe ich jetzt dabei rauserkannt. Ich sollte mir ein bisschen was am Punkten zurückhalten. Weil ein paar von den Herausforderungen kosten ja auch ein bisschen was von diesen Eiern. Ist das da jetzt auch eine Herausforderung, die ich schnell schaffen kann? Wahrscheinlich. Relikt-Restaurierung. Da muss ich mit einem Schwopper arbeiten. Mit einem Knallschwopper auch noch. Für die, die es nicht wissen, ich mag den Schwopper nicht. Alles mit Tinte bedecken. Da gibt es bestimmt eine sehr effektive Methode. Ja, wahrscheinlich kann ich von irgendwo oben alles auf einmal färben.
Ja, das ist aber relativ einfach, ne? Da hat sich gerade ein Weg gebildet. Erstmal unten alles färben. Wo ich rankomme von hier unten. Da müsste ich noch rankommen. Und ein bisschen hier vom Gesicht sollte ich schon machen können. Ja, ist relativ einfach. Guck mal. So, jetzt schon fast fertig. So, und der Weg ist jetzt wahrscheinlich einfach nur damit gedacht, dass ich besser an das Zeug hier oben rankomme. Ne? Ja, läuft doch. Wahrscheinlich werden meine Farmlands in Zukunft irgendwas zu besonderen Herausforderungen wie dieser hier. Das lief ja super. Fehlt nur noch die Seite hier. Ja, wenn nur mal so gut gefärbt werden würde, wenn ich online spiele, ne? Dann würde ich nicht so viele Tobdoranfälle immer bekommen. Ja, guck mal, wir haben eine blaue Statue. Können wir die einmal kurz von vorne sehen? Ja, guckt mal, ey, das sieht doch nice aus. Und da ist auch schon direkt das Endzeit. Ja. Mission abgeschlossen. Reliktrestaurierung. War relativ easy. Also immer so ungefähr 100 sollte ich mir auf jeden Fall zurückhalten. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, das war's dann jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Like und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.